Wie sieht es aus an den Märkten? Shaky, würde man sagen. Wackelig tatsächlich, denn der Markt ist tapfer gestartet in die Woche. Der Nikkei hatte sogar 1% plus heute schon hingelegt, aber er hat ja schon rechtzeitig wieder geschlossen. Denn der europäische Markt und der amerikanische Markt mit ihm, der ist zwar schön gestartet, aber schnell wieder nach unten gekommen. Sehr schnell sogar, und zwar so auffällig, dass man sich tatsächlich die Frage stellen kann, was bedeutet das, was will uns das Ganze sagen? Tatsächlich, ich sehe es immer noch positiv insgesamt an den Märkten, aber ich sehe, dass die Warnzeichen doch deutlich zunehmen. Und ich bin ein Unkenrufer, ich weiß das, ich werde immer wieder darauf hingewiesen, Mensch, du redest immer negativ. Nein, ich rede ja gar nicht negativ, ich sehe es aus unserer Sicht positiv, aber wir sollten im Auge behalten, der Markt hätte es verdient, und mal nach unten zu kommen, und er deutet es mehr und mehr an, nämlich durch starke Abwärtsbewegung. Das heißt, es wird mehr und mehr Sorge auch am Markt spürbar, dass es vielleicht doch nicht nur nach oben geht. Das werden wir sehen, ob es diese Woche so weitergeht. Bislang war es ja eigentlich so im Zweifelsfall, ach, kauf einfach und dann werden wir schon sehen. Es gibt ja gute Nachrichten. Wir haben das ja immer wieder im Gespräch gehabt, den Handelskrieg mit den USA. Jetzt ist man da doch noch nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich verschiebt sich das, aber was soll's. Am Ende werden zumindest mal die Zölle nicht richtig erhoben jetzt in diesem an diesem Monat, das war ja Punkt 1, dass man das auf jeden Fall mal auf der Agenda hatte. Also, dann sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Vorsichtig, das alleine könnte vielleicht noch nicht reichen, um den Markt Stabilität zu geben. Aktuell zumindest mal sehen wir, dass der Markt immer wieder mit Abwärtsschüben auch zu rechnen hat. Und das ist nicht wirklich vertrauensbildende Maßnahme für die Käufer. Auf der anderen Seite, in jeder Zerstörung steckt auch wieder, oder in jedem Ende steckt der neue Anfang, wie man das so schön sagt. In jedem Fall wäre das durchaus ja schöne Idee, mal zu shorten, das heißt die Abwärtsrichtung zu spielen, Schub nach unten, wenn es wackelig nach oben kommt, das mitzunehmen. Das geht in beide Richtungen. Bei Crude Oil beispielsweise sehen wir das aktuell auf dem Weg nach oben. Wer es historisch sehen will, der guckt sich das mal an, das hat man nämlich... Ich sag mal heute, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann das wirklich angefangen hat, aber der letzte Schub, der ging nach oben, dann ging es schön ABC runter, dann wieder ein Schub nach oben, jetzt gerade eben im Kleinen. Ich fürchte nur, wenn Sie das Video sehen, ist das auch schon vorbei. Wenn Sie Glück haben, haben Sie aber nochmal die Chance, das trotzdem noch mitzunehmen oder aber zumindest drauf zu gucken, um Ihr Auge daraufhin zu schulen, denn dann werden Sie sagen, ja, jetzt sehe ich das auch im Nachhinein. Aber glauben Sie mir, wenn Sie sich oft genug angucken, dann sehen Sie das auch im Vorhinein. Und genau sowas nur auf der Abwärtsseite ist das, was ich im Moment eigentlich gerne sehen würde bei den Indizes. Und da sehe ich ganz gute Chancen, dass das passiert. Dazu muss aber noch Teil 2 erfüllt werden nach dem Schub runter. Müsste es wackelig ein bisschen hochgehen, dann hätten wir eigentlich eine sehr, sehr gute Chance. Und wir haben viele Begründungen, dass das dann sich tatsächlich auch fortsetzt. Vielleicht noch ein Hinweis, heute 3 Uhr, also 15 Uhr europäischer Zeit, wird Lagarde was sagen. Das kann durchaus ja für Bewegung sorgen. Notenbanker haben das ja durchaus auch an sich, dass da eine gewisse Marktbewegung da ist. Ansonsten heute Nachmittag 3:45 und noch wichtiger, um 4 Uhr gibt es Einkaufsmanager-Indizes, der Manufacturing Purchasing Manager Index PMI sozusagen, der wird rauskommen, allerdings unter 50 noch. Ich glaube, besser erwartet als zuvor, aber immer noch nicht ausreichend, um über die 50er-Marke zu kommen. Warum über 50? Das ist doch... Ist das so relevant? Naja, das würde eben dafür sprechen, dass es eher positiv gesehen wird. Wir sind also noch unter der Wasserstandslinie, anders als die Chinesen, die ja jetzt gezeigt haben, wir können auch drüber. So war es ja jetzt mit den jüngsten Daten dort zu sehen, dass da zumindest mal es nicht ganz so schlecht aussieht. 1:0 für China also, werden wir sehen. Lassen wir uns da mal überraschen, aber zumindest mal eine Chance, dass da ein bisschen mehr Schmackes noch kommt in die Märkte. Dementsprechend also genau drauf gucken, sieht ja eigentlich nicht schlecht aus, was wir da geboten bekommen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was ebenfalls nicht so schlecht sein könnte. Das wäre im Moment Euro gegen US-Dollar. Beides oder dieses Währungspaar hat eigentlich eine schöne Bewegung. Ähnlich wie Gold eigentlich, aber Euro gegen US-Dollar eigentlich noch schöner. Mal einfach angucken. Ebenfalls Schub nach oben, jetzt wackelig runter. Hängt ein bisschen zu stark. Also müsste dann schon langsam in die Puschen kommen, um doch noch nach oben zu kommen. Triggern lassen, Ausbruch nach oben. Könnte hier sehr hilfreich sein. Wem da gar nichts zu einfällt, der liest sich den Trade des Tages durch, denn da geben wir unsere ganz konkreten Handelsmarken Preis. Wer also möchte und einfach mehr hören will dazu, der guckt sich den Trade des Tages an. Da sagen wir genau, wo wir rein und rausgehen. Es wird vielleicht nicht die schlechteste Idee sein. Drücken wir dafür mal die Daumen, dass dem auch tatsächlich so ist. Ich mache mich jetzt auf den Handelsplatz oder auf zum Handelsplatz. Ich war hier... Man kann es leider gar nicht sehen, denke ich mal, hier im Hintergrund. Ich gucke mal gerade, ob ich hier die Kurve...
Nee, man schafft es von hier leider nicht, aber hier ist Roppongi mitten in Tokio ein eigentlich sehr schönes Einkaufs- und zum auch mal einen Kaffee trinken Gebiet, aber eben auch ein Hochhaus Roppongi Hills. Da war eben gerade ein Hedgefonds-Manager-Treffen, wo man sich einfach mal austauscht über die Märkte. Aber wenn man ehrlich ist, die wissen auch nicht besser, was passiert. Also insofern kann man eigentlich nur sagen, gucken wir halt selber drauf. In diesem Sinne alles Gute, ganz liebe Grüße auf die andere Seite der Welt oder wo auch immer Sie sich aufhalten. Wir sehen uns morgen wieder.